Leute! Hallo Leute! Hallo Leute! Wir gehen jetzt in den Baumarkt, weil wir ja für den Bussi noch so ein paar Sachen brauchen. So die Auflage fürs Bettchen, ein bisschen Lichtmasse oben fürs Dach. Und deshalb, tada, jetzt die Tour durch den Baumarkt und wir gucken mal, dass wir auch alles finden, was wir brauchen. Aber es ist relativ groß hier, der Baumarkt, und dann schauen wir mal, was wir finden. Juli ist auch dabei. So. Juli! Aber wir gucken mal. Womit fangen wir denn jetzt an? Wir brauchen Hölzer, würde ich sagen. Und gucken immer mal schon zwischendrin, wo wir Lichtmasse finden. Dach ist ja ein bisschen undicht. Wäre ja ziemlich uncool, wenn wir unterwegs nass werden. Winkelzubehör, genau. Schrauben, da gucken wir, wenn wir das Holz haben. Ich glaube, da hinten ist Baustoffe. Jetzt müssen wir 9x9 finden, Jamie. Milch und Süßigkeiten. Oh, das gibt meine Oma. Ja. Crazy Monkey. Zeig mal dein Shirt. Pokémon! Und ich habe ein Pokémon-Sword von Mama. Cool, oder? Schaka! Ja. I'm gonna get you! Yeah. Julie, run! You better run! You better run! I'm gonna get you! I'm gonna get you! I'm gonna get you! Na, Ese! One, two, three, go! Diese Motoren 12 und 24 Volt bis 3000 Kubik. Der Motor mehr als 3000 Kubik. Ja, weil ihr erinnert euch vielleicht noch an das Video, als unser Bus hängen geblieben ist. Aha. Wollen wir diesmal nicht nochmal haben. Deswegen gucken wir mal nach so einem Starthilfekabel. Das war schon dicker. Ich glaube, wir bestellen es im Internet, oder? Kann man die Autodaten eingeben und es dann da bestellen. Ich glaube, ja. Safety first. Guck mal, wenn es mindestens das man da bestellt. Jetzt macht es wieder tuk, tuk, tuk und geht nicht vorwärts. Ja. Saurier! So, was brauchen wir noch? Ja, jede Menge Werkzeuge. Was können wir auch noch schauen? Die Balken müssen wir noch gucken. Ja, an den Balken sitzt draußen. Und dann noch so für den Zwischenraum, ne? Ja, genau. Da brauchen wir Dichtungsmasse. Waterstop. Hier ist auch so ein Dach drauf. Und sogar ein Wohnmobil drauf. Genau. Dafür müsste das eigentlich das müsste passen dann, ja. Genau. Abdichtungsmasse. Die Menge dürfte auch ausreichen. Gibt es hier nochmal ein größer, aber. What? Mein Shirt ist pink. Mein Shirt ist pink? Ja. Ah, super. Ja, dann hauen wir noch Panzerband drüber und dann so, Teil 1 war nur semi-erfolgreich, weil 9x9
Bohlen hatten sie jetzt hier nicht, nur für den Bedarf für den Gartenbau. Für den Garten und die Säge ist kaputt. Und die Säge ist kaputt. Säge ist kaputt. Ja. Und ich möchte die nicht selber auf 30 schneiden. Also gucken wir nochmal bei uns direkt in den Baumarkt. Aber wir haben schon was fürs Dach, da können wir das schon mal anfangen. Und auch eine Sicherung für unser Ladegerät, für die große Batterie. Dann geht das nämlich da schon mal weiter. Genau. Und wir gucken jetzt hier nochmal durch, hoffen wir noch was sehen und dann geht's zurück. Oh, was ist das? Lemon. Look, oh, a lemon tree. Ja. Guck mal, it's das cool. Ist mein Fußabdruck. Look, it's a lemon tree. A lemon tree. That's cool. Oh, a little lemon. That's cool, dude. Green, ja. Ganz viele. Nee, das kann man nicht essen, Julie. Das ist alt. Kuckuck. Da. Julie, careful. Oh, a ducky. Ja, auch so ein Baumarkt kann spannend sein. Ja. Mama? Ja. Wenn man da Wasser rein schüttet, dann... Ja, das ist automatisch. Das ist so eine Filteranlage für einen Teich. Wie kommst du an so ein Mäh? Nee, bevor der Storch weiß. Stork. Ah, der Stork ist coming. Wow. Ja. Komm, wir gehen jetzt, Julie. What is that? You got a stork. Julie, what are you doing? You get a stone? No, I need the ball. No, the ball has to stay there. Look, it needs to stay in there. Julie! Julie hat den Ball. But careful, okay? Slowly. Alright, now it's time to go. Hier wird noch ein bisschen die Farben gelernt. Look here, Julie. Look, Julie. What is that? Green. Green. And that? Blue. That? What's that? What color? That is blue. Red. Und was ist das? Das, 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 das und das zusammen? Komm mal her. And what is that? Das ist white. White, yeah. Mama, das kann haben. Kann man nicht haben. Ist es für Autos? Aber Julie würde damit trotzdem rummalen. And where is orange? Where's yellow? Yeah. Yes. You're so smart. I love you. No, it's dirty. It fell into the water, into the pond. You remember? This is dirty, Julie. Mama, kann ich das mal selber machen? Mhm, müssen wir selber machen. Ist das Eimer? Yeah. There's a cat. You see the cat? I need a cat. Look, there is a cat. What color has a cat? Orange. No, the cat. Is the cat black? No. The cat is white. Yeah, the cat is white. That's true. It's really just white. Mm-hmm. Mama, my hand is green. Yeah.
grüne Augen. Die Julie, die kommt immer auf ganz lustige Ideen. Jetzt hat sie die Teppiche entdeckt. What are you doing? Seitenbegrenzung vom Bett hat man noch so 8 cm starke Teile gesucht, wo man auch noch was drin verstauen kann. Haben wir hier gefunden. In der Verlängerung davon dann einfache Dinge, wo man nur noch schnell einen Stift oder irgendwas reinwerfen kann. Und last but not least habe ich auch Panzerband gefunden, was nochmal zur Abdeckung dient, oben, wenn wir die Füllung gemacht haben für die Abdichtung oben vom Dach. Und nochmal Panzerband drüber. Und dann hält das Ganze, weil da kannst du selbst Paletten und Autoteile zusammenschrauben. Dann sollte der Wagen wieder funktionieren und dicht sein. Und dann können wir starten.